Zuletzt bei Horizon Forbidden West. Nach dem Einsammeln einiger Maschinenteile waren wir in der Lage, eine Tauchmaske für Aloy zu basteln. Sie tauchte hinab in die überflutete Kuppel von Las Vegas, ließ dank dem Aktivieren zweier Pumpen das Wasser ab und steht nun gemeinsam mit ihren Osaram-Freunden vor einem riesigen Unterwassermonster. Das müssen wir besiegen und eventuell sind wir dann einen Schritt näher an Poseidon. Freunde, einen wunderschönen guten Tag. Wir stehen einem Flutschlitzer gegenüber. Hier, tief unter dem Boden in der Wüste von Las Vegas. Und eventuell ist das hier das letzte Monster, was uns von Poseidon trennt. Das müssen wir aber erstmal analysieren. Wir haben den ganzen meinen Körper. Okay, wir haben eine Prozessorkapsel oder zwei am Schädel. Kann ich kaputt schießen. Wir haben eine zwei Löschwasserkanonen an der Seite. Die kann ich aber nicht verwenden. Ne? Das sind quasi einfach nur Waffen, die er verwendet. Löschwassertaschen, die ich zum Explodieren bringen lassen kann. Dann haben wir das Herz. Okay, unzerstörbar. Bauteil kann nicht zerstört werden. Okay. Schweifkanister. Ah, die sind hinten am Schwanz dran. Die kann ich auch abnehmen. Dann nochmal Kühlsaftkanister, die ich mit Eis auslösen kann. Genau, und dann der Schweif. Und den müssen wir abschießen. Ein großer Metallschweif, der als primäre Nahkampfwaffe eingesetzt wird. Ablösen oder zerstören, um Schweifangriffe zu deaktivieren. Okay. Bauteil wird zerstört, wenn es nicht entfernt wird. Okay, das heißt, ich will auf jeden Fall seine Flosse hinten, Guys. Das ist Priorität Nummer 1. Hat gut funktioniert. Sehr schön. Okay, er hat sich einfach mal gedreht. Wir können reden. Wir können reden, Kollege. Boah, wie will man die treffen? Boah, wie will man die treffen? Good job, good job. Das war der normale Schwanz. Boah, die ist so flach, diese Flosse. Wie will man die treffen? Okay, jetzt hat er mich erwischt. Und er hat mir irgendwas kaputt gemacht. Ich glaube, er hat meine Knochen gebrochen oder so. Man kennt so dies, das. Ein paar Knochen braucht man sich unbedingt. Aufpassen. Gut ausgewichen oder einigermaßen zumindest. Ja. Oh mein Gott, wir haben sie abgenommen. Oh mein Gott, wir haben sie abgenommen. Ich sammle die jetzt instant ein. Flutschlitzer, Heckflosse. Das ist der Shit, den ich brauche. So, und jetzt ist Krieg, Bro. Jetzt ist Krieg. Ob du willst oder nicht. Sehr schön. Nächstes Bauteil ab. Jetzt hast du nichts mehr, was ich brauche. Jetzt bist du einfach nur noch eine riesige Maschine, der ich einfach nur noch in die Fresse baller. Ich kann versuchen, seine Kanonen oben an seinem Schädel zu treffen oder ich schieße an der Seite auf seinen Behälter. Oder er hat sehr viele von diesen Wasserbehältern. Die könnte ich theoretisch alle zum Explodieren bringen. Die dann, glaube ich, sogar ein bisschen explodieren. Sehr gut. Ja. Ja. Good job, guys. Ich weiß nicht, ob meine Osaram Bros auch noch angreifen. Gut ausgewichen. Dann schießen sie wieder hier ein bisschen auf seinen Bauch. So, schön immer überladen. Macht nochmal ein bisschen extra Schaden. Oh yeah. So. Das war die erste Explosion, die ich wollte. Aufpassen. Gut ausgewichen. Sehr stabiler Kampf bisher. Wie gesagt, ich könnte noch sehr viel mehr mit meinen anderen Waffen kämpfen. Aber ich fühle mich gerade sehr wohl mit meinem Bogen, muss ich zugeben. Ich fühle mich da gerade sehr selbstbewusst. So, ich versuche noch auf die andere Seite zu kommen, Freunde. Genau, weil da ist nochmal so ein fetter Behälter, auf den ich schießen will. Ja, genau da. Der Dude hat keinen Schutz mehr. Ich sag's, wie es ist. Was will der Bro gegen mich tun? Ich darf nur seine Panzerplatte nicht treffen. Gut ausgewichen. Der hat irgendwie sehr, sehr, wie soll ich sagen, berechenbare Angriffe teilweise. Okay, außen natürlich, er macht einen riesen Bauchplatsch einfach in meine Fresse. Er bringt jetzt etwas mehr Kampfgewicht auf die Platte als ich. Sehr gut. Ja. Sehr schön. War es das? Nein. Okay, er hat irgendeinen Angriff aufgeladen. Shit. Ich bin jetzt wieder so ein bisschen voll mit Wasser. Oh, er ist down. Und ich glaube, ich habe keine Erfahrung dafür bekommen, weil die anderen den erledigt haben. Das ist sehr traurig, wenn ihr mich fragt. Kann ich den Kollegen looten? Ja. Aber ich habe die Flosse. Das ist das Wichtigste. So, was bekommen wir? Spule, Niederschlagskraft.
Großer Maschinenkern, Flutschlitzer, Zirkulator, Löschwasser, okay. Na dann. Schauen wir mal, Freunde, was hier abgeht. Aber mir fällt gerade noch ein, dass unserem Scharfschutzbogen, den wir beim letzten... Scharfschuss, nicht Schutz. Scharfschussbogen, den wir beim letzten Mal verbessert haben, dass wir dem noch eine Spule geben können. So, der hat aktuell Tarnschaden, wenn wir nicht gesehen werden. Verbessert die Fähigkeit, Gegner mit Stoß oder Sprengschaden ins Taumeln zu bringen. Okay. Erhöht den Schaden gegen nahe Feinde. Erhöht bei einem Nahkampftreffer, erhöht den Schaden gegen zu Boden gebrachte Gegner. Wenn überspannen genutzt wird, das machen wir mit dem Scharfschussbogen häufig. Erhöht die Zieh- oder Aufladegeschwindigkeit. Okay, das ist, glaube ich, das ist actually ganz gut. Das finde ich actually ganz gut. Also, weil wir haben ja genug Zeit mit dem Scharfschussbogen. Das heißt, wir werden immer überspannen. Und dann ist es, glaube ich, gar nicht schlecht, wenn wir da gut Damage machen. So, nice. So, Guys, alles gut bei euch? Geht es euch gut? Mehr als nur gut. Das... Du... Wir haben's geschafft! All die Glimmer, die wir uns nur wünschen konnten. Und das alles dank dir. Wirklich rührend. Aber wir können uns einfach... Also... Schnappen, wofür wir hier sind, und abhauen, bevor noch mehr von den Dingern auftauchen. Hey, hey, Scherbenzähler. Man wird sich wohl noch freuen dürfen. Aber wir sollten wohl unsere Freundin mit dem Feuerhaar gehen lassen. Sie hat hier unten noch was zu erledigen, nicht wahr? Er erzählt mal nicht den Geschichten. Stimmt ja. Brauchst du Hilfe? Ab hier komme ich alleine klar. In Ordnung. Wir bringen ein paar Glimmer nach oben. Ruf, wenn du uns brauchst. Danke. Die drei sind so cool, ne? Alles klar. So, Freunde. Keine Ahnung, ob hier im Wasser noch irgendwas ist. Das ist echt creepy hier. Weil hier irgendwelche weirden Sounds sind. Poseidon sollte irgendwo hinter dieser Tür sein. Zeit, ihn nach Hause zu bringen. Ja. Wenn das so einfach klappt, wie wir uns das vorstellen. Trau dem Braten noch nicht. Ich meine, ja, wir haben schon einiges erledigt, aber war das der ganze Bosskampf für Poseidon? So, es läuft zu glatt, wenn ihr mich fragt. Aber hey, vielleicht ist das so, dass man einfach mal was bekommt, wenn man es will. In einer Art Prozessor verstecken. Boah, das Datenzentrum. Was für ein Riesenserver hier stehen. Sollte ich nutzen können. Das ist er, ja. Oder? Das sieht aus wie er. Ich will dich nach Hause bringen, Poseidon. Zu Gaia. Ja, Mutter. Alle Wasser führen zu ihr zurück. Elisabeth Sobek. Alpha Prime. Masterüberdrückung aktiviert. Stelle Originalcode für Poseidon-Unterfunktion wieder her. Yeah. We did it, guys. Wir haben Poseidon. Zurück damit zu Gaia. Verrückt. Sehr, sehr, sehr verrückt. Was ist das? Hier ist auch noch Text. Oh, hier ist sogar ein Datending. Ich kann es nicht. Ich kann diesen Ort nicht aufgeben. Ich lasse alles auf Standby. Das System kann Jahrzehnte laufen. Vielleicht sogar Jahrhunderte. Das ist mehr als unwahrscheinlich. Durch das Wegnehmen von Poseidon wurde wohl das Energiesystem gestartet. Doch vielleicht wird eines Tages jemand diesen Ort wiederfinden. Und sein Licht und seine Wunder bestaunen. Seinen Reichtum und grenzenlose Möglichkeiten entdecken. Ihn zu seinem eigenen Traum machen. Letztendlich, wenn diese Stadt mir eine zweite Chance geben, wenn Wasser in einer Wüste fließen kann, ist alles möglich. Er hat recht. Verrückt. Morland und seine Crew sind bestimmt wieder oben. Mit allen Glimmern, die sie tragen können, wette ich. Wie das alles hier beleuchtet ist. So sieht also Las Vegas aus, Freunde. Zumindest das Horizon Las Vegas. So, ich weiß nicht genau, wo mich das hier hinbringt. Aber wir schauen uns jetzt hier erstmal um. Boah, sieht das stark aus. Vor allem irgendwie so zu wissen, dass das alles hier gerade unter der Erde liegt. Aber noch so funktioniert und mit dem Wasser gemeinsam durch Poseidon.
geile Kulisse. Genießt einfach mal diesen Ausblick hier. Das sind Videospiele im Jahr 2022, Freunde. Ich fühle mich so geehrt, sowas spielen zu dürfen, ohne Scheiß. Klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ist wirklich so. Ich weiß das so als Kunst zu schätzen, was hier gemacht wird. So, müssen wir einfach wieder nach oben? Bin mir jetzt gar nicht sicher, ich folge jetzt einfach mal den Treppen. Ich denke mir, die werden mich schon dahin führen, wo ich hin muss. Kann ich mich da irgendwo nach oben ziehen? Ah, hier ist eine Leiter. Sieh meine an. Ich hoffe wirklich, dass das alles so klappt, dass ich jetzt einfach wieder zurück in meine Basis gehen kann und alles funktioniert. Genau hier fing es an, vor über 30 Jahren, als dieses Casino noch das Tempo genannt wurde. Eine große Wette wendete mein Schicksal. Aber jetzt hat das Schicksal seine grausamste Seite gezeigt. Alle. Ich muss die Lichter ausschalten. Ein letztes Mal. Und die Wasser meiner Wahlheimat werden versiegen. Tja, ein Traum muss sterben. Wenigstens kann ich mich noch verabschieden. Noch eine Aufnahme von Stanley Chen. Ja, er hat seine Stadt sehr geliebt. So, aber wir kommen nach oben, ne? Zumindest gebe ich mein Bestes. Aber da hätte ich vielleicht auch, wenn ich Kreis gedrückt hätte, mich direkt zur Leiter hochschleudern können. Aber wir machen das schon. Ein letztes Mal müssen wir hier hoch, Freunde. So, komme ich da rüber? Yep, sehr gut. Was eine geile Reise. Und jetzt direkt zurück in die Basis, Freunde. Okay. Um Poseidon abzugeben. Und dann direkt wieder Progress machen zu können. Die Hauptstory kann man, glaube ich, sehr schnell spielen, wenn man sich darauf fokussiert. Diese einzelnen Hauptquests dauern actually gar nicht so lange. Bloß die Nebenquests sind teilweise ausführlicher als die Hauptquests. Rein vom Story-Umfang. Es hat die ganze Stadt... Oh, die Show, die mein Opa immer wollte. Noch einer. Sein Traum war erfüllt und das Erbe seines Opas gesichert. Der Held blickte auf das Meer an Wüstenlichtern. Zu Tränen gerührt. Ach, als ich die Glimmer als Kind sah, hätte ich sie mir nie so vorgestellt. Vielen Dank, Aloy. Hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Hab ich. Und jetzt muss ich weiter. Oh. Komm gerne wieder, wenn du kannst. Ich hab mit diesem Ort Großes vor. Ich dachte, du wolltest mit den Glimmern im Anrecht Shows veranstalten. Oh, nein. Das hier ist die Show. Kannst du dir das vorstellen? Dass Leute von überall herkommen, um sich das anzuschauen? Dazu noch Essen und schöne Unterkünfte. Und natürlich verschiedene Unterhaltungsangebote. Vergiss nicht, die Glücksspiele. Da stecken jede Menge Scherben drin. Ein neuer Traum, was? Sie bauen einfach ein neues Las Vegas. Ich hoffe, ihr macht ihn wahr. Lebt wohl, meine Herren. Dieses Stöbern wird in die Geschichte eingehen. Und das dank dir. Wenn Morland Schön. Und seine Crew bleiben, sollte ich vielleicht später wieder vorbeischauen. Jetzt muss ich Poseidon zu Gaia zurückbringen. Aber ich sollte mich zuerst in diesen Ruinen umsehen, bevor ich zurückkehre. Mit meiner neuen Tauchermaske kann ich so tief runter, wie ich will. Wie zu den tiefen Wasserstellen, die ich entdeckt habe. Einfach nur unfassbar schön, Freunde. Was für eine coole Quest und boah, wie stark das aussieht. Hammer. Boah, ist das beeindruckend. Die werden so stinkreich.
Und ich gönne es ihnen. Ich gönne es ihnen von ganzem Herzen. Okay. Ja, ich sehe gerade, dass hier sind Beuteaufträge und diesen Flugschreiber und okay. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, sollten wir uns wenigstens hier ein bisschen was mitnehmen. Vor allem den Flugschreiber. Gerade diese Sammelquests. Diese Beuteaufträge, die mache ich auf jeden Fall offscreen. Das ist immer nur renn dahin und erledige die Maschine, renn dahin und erledige die Maschine. Ich denke, das brauchen wir jetzt nicht tausendfach in Videoform. Aber gerade so dieses Einsammeln von diesen, ich sag mal, sehr besonderen, einzigartigen Gegenständen. Lass es Drohnen sein oder... was ist jetzt passiert? Okay. Ich weiß nicht, wo der Blackscreen herkam. Ob das jetzt meine Capture-Card, die Konsole, das Spiel, was auch immer war. Wie andere hier draußen. Vielleicht die, von der Osseram-Stöberer erzählt hat. Warte mal, ist das die? Oh ja, okay. Das ist direkt eine Rätselruine. Okay, Freunde. Komm, wenn wir jetzt schon instant hier sind, dann schauen wir doch einfach mal nach, was wir hier machen können. So, bei Rätselruinen ist vor allem die Kunst, den Anfang zu finden. Wo beginnt unsere Kletterpartie hier? So, hier sieht doch gar nicht schlecht aus. Als ob du da nicht rüberkommst. Als ob du da nicht rüberkommst. Aloy. Mach jetzt nicht diesen. Ja, Moment, wir sprinten. Ja, okay. Der Sprung war schon eher dem Rothaar würdig. So, aber komme ich hier nicht weiter hoch? Nee, tatsächlich nicht. Okay. Ich bleib mal. Na, okay, wir müssen hier lang. Okay, aber immerhin sind wir jetzt, glaube ich, schon mal ein Stück weiter oben. So, ist in diesen Fässern irgendwas drin? Ich weiß gar nicht, kann da überhaupt was drin sein? War da jemals was drin? Ich erinnere mich irgendwie nicht so ganz. Okay. So. Hier ist viel Wasser drin. Könnte zum selben Wassersystem wie Morlins Ruinen gehören. Ja. Vielleicht ist das eine Abkürzung? Dass ich dann auch von außen immer reinkomme? Oder eventuell geht es hier sogar weiter. Abfluss hinter dem Gitter an der Wand. Was für Abfluss hinter den Gittern? Ah, da guck mal, da ist eine Kiste da draußen. Warte mal, kann ich die von hier... Warte mal, wo genau ist die? Die muss hier oben sein. Okay, da muss ich aber da hochkommen. Okay. Wie gesagt, ich tue mir mit diesen Rätselruinen, ich bin da ganz ehrlich zu euch, ich tue mir mit denen immer ein bisschen schwer. Ich finde die nicht so ganz übersichtlich immer. Weil es einfach alles sehr, sehr groß ist. Und da finde ich persönlich es nicht immer so einfach, den Überblick zu bewahren. Aber wir schauen mal, was wir hier tun können. Okay. Das ist der Moment, wo ich wieder runterdroppe. Also man kommt hier immer raus. Aber ich will ja eigentlich gar nicht raus, ne? Ich will nur irgendwie so hier ins nächste Stockwerk gelangen. Aber ich bin da immer irgendwie so einen Tick zu niedrig. Ah, komme ich hier hoch? Ja, hier komme ich hoch. Okay. Sehr schön. Ah, okay, und da brauche ich das Schlüsselmodul, okay. Da vorne ist nochmal Grünglanz, aber jetzt mal alles zu seiner Zeit. Jetzt gucke ich mich nochmal hier um. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich den Würfel hier draußen finde. Aber tue ich nicht. So, wenn ich das jetzt hier hinziehe, kann ich das durch die Wand ziehen? Das sitzt fest. Nein, kann ich nicht, okay. Wie gesagt, hier werde ich nicht hochkommen, solange ich diesen Würfel nicht habe. Kann ich auf irgendwas schießen? Hm, nee. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal an anderer Stelle um. Was ist da oben? Ist das das Relikt, was wir brauchen? Ist das das Ziel unserer Reise? Wahrscheinlich. Oh, guck mal. Da hab ich doch was gefunden. Mhm. Ja. So. Dich nehmen wir jetzt auf jeden Fall mit. Und die Kiste schieben wir jetzt da hinten in den Raum. Weil ich glaube, dass ich mit dieser Kiste da hochkomme. Und dann war da, glaube ich, auch ein Rädchen, an dem ich drehen kann. Ja, du könntest ein wichtiges Schlüsselelement für diese Rätselruine sein, lieber Würfel. Okay. So. Da. Was ist das? Aus dem kaputten Rohr fließt Wasser. Okay. Aber inwiefern bringt mir das jetzt was? Das Wasser fließt zu dem Abfluss in der Wand.
Ja. Ich habe jetzt aber noch nicht rausgefunden, wie uns das hilft. Nehmen wir jetzt erstmal hier den Grünlandsplitter mit. Kriege ich bestimmt etwas Gutes. Ich habe jetzt hier Wasser aufgedreht und ich verstehe nicht warum, Freunde. Ich sag's wie es ist. Diese Rätselruinen finde ich immer wieder richtig schwer. Ich meine, es muss doch was gebracht haben, dass ich das Wasser jetzt da habe fließen lassen, oder? Das fließt da rein. Aber ich komme da nicht rein. Muss ich vielleicht rausfinden, wo es hinfließt? Ich sehe da irgendwie auch noch nicht so viel. Und da drüben liegt irgendwas oben. Vielleicht muss ich ein bisschen Höhe gewinnen. Ja, vielleicht müssen wir hier irgendwo nach oben klettern. Aber da geht es immer nur raus. Aber ich will ja nicht raus eigentlich. Schau mal nach. Vielleicht gibt es noch einen anderen Eingang übers Dach oder so. Den ich jetzt aktuell übersehe. Anders kann ich mir das noch nicht erklären. Okay, kann ich hier raus? Ja, das ist ein Grauhabicht, ne? Aha, 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 okay. Wir sind auf dem Dach. Aber hier ist kein Eingang. Durch das Gitter kann ich nicht durchfallen. Nee, das ist ganz offensichtlich einfach nur ein weiterer Ausgang. So. Oh nein, jetzt bin ich runtergefallen. Also ich habe jetzt das Wasser fließen lassen, aber was bringt mir das? Oh, wow, 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 wow. Kann ich den zuschieben, diesen Abfluss? Wow, das Wasser steigt schnell. Yes! Okay. Immerhin etwas Schweiß abgespült. Okay, Freunde. Wir fluten einfach den kompletten Platz hier. Und jetzt komme ich da drüben an die Treppe. Oh, okay. Ja, es ist immer wieder eine neue Mechanik, die hier mit reingebracht wird. Die man erstmal finden muss. Da habe ich einfach nicht dran gedacht. Da habe ich einfach nicht direkt dran gedacht. Da bin ich ganz offen und ehrlich zu euch. So, hier ist wieder ein Text. In diesen Texten steht häufig was drin, was ich brauche. Wie oft heißt es, man soll beim Pokern seine Emotionen beherrschen, ein Pokerface aufsetzen, sich im Griff haben? Völlig falsch. Wie der makauische Spielmogul Kendrick Aston in seinem bahnbrechenden neuen Strategiehandbuch Schlag die smarte Poker-KI, stell dich dumm beweist. Besiegen Sie die KI in 5 unlogischen Schritten, die einfach zu erlernen, aber schwer zu entdecken sind. Gewinnen Sie gegen das Haus. Gewinnen Sie gegen das System. Machen Sie ein Vergnügen. Jetzt für alle Holo-Leser erhältlich. Achso, ja, ich kapiere. Quasi in der Zeit, in der dann die Menschen gegen KIs gespielt haben, mussten sich die Menschen untypisch verhalten, um die KI quasi auszutricksen. Wenn man gegen eine KI spielt, hat man wirklich vielleicht die Chance, sogar in einem Casino actually Gewinn zu machen. Who knows? So. Den Schlüssel haben wir gefunden, ne? Okay, bin drin. Das heißt, wir kommen jetzt schon mal hier rein. So, aber jetzt ist die Frage, wozu brauche ich diese Kiste? Versinkt die, wenn ich die da runterschiebe? Nein. Okay. Oh, komm hier hin. Interessant. Kann ich die irgendwie verschieben? Kann ich die bewegen? Oder muss ich da jetzt das Wasser ablassen? Nein. Ernsthaft? Ich muss jetzt das Wasser ablassen, sie verschieben und dann wieder das Wasser hochfahren. Weil Aloy die jetzt nicht während dem Schwimmen schieben kann. Okay, alles klar. Ich kann durch. So, Freunde, das Wasser steigt wieder und ich habe die Kiste nach da hinten geschoben. Ich muss ehrlicherweise zugeben, das ist mir auch schon bei der letzten Reliktruine aufgefallen. Das war die mit den Zügen. Ich glaube, die habe ich euch sogar auch gecuttet.
ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass diese Reliktruinen, die haben immer so eine Mechanik. Komm ich weiter. Und du hast ja einfach immer so richtig viele unnötige Umwege und irgendwie einfach, I don't know, Handgriffe, die du machen musst, na, einfach nur um also. Zeit zu schieben. So bei dieser anderen Ruine musste man immer diesen, da ist bei dir das Relikt. Und noch ein Relikt. Da musste man immer diesen Zug hin und her schieben. Und das war irgendwann einfach nur noch absolut lästig, weil Aloy den so langsam geschoben hat und man musste den irgendwie 2, 3, 4 Mal über eine ewig lange Strecke hin und her schieben. Und ich habe das Gefühl, diese Reliktruinen bauen immer so auf einer Mechanik auf, die aber so super lange zum Benutzen braucht. Und du musst sie dann immer so mehrfach nutzen. Und das ist, I don't know, also so wirklich enjoying tue ich diese Reliktruinen noch nicht. Sie sind ein bisschen knifflig, aber wenn man sie mal verstanden hat, sind sie dann einfach irgendwie nur noch lästig. I don't know. Also die sind jetzt auf jeden Fall nicht mein größter Lieblingspunkt. Ich find's okay, dass es sie gibt, aber es ist nicht so, dass ich mir denke, wow, krass. Oh, wow. Ich glaube, der Flugschreiber ist im Boden. Das Signal zeigt an, dass hier noch eine Aufzeichnung ist. Ja. In der Nähe ist ein Flugschreiber. Den könnte ich zur Sammlung am Hain hinzufügen. Es ist nur eine Frage, wie ich da runterkomme, aber das hier sieht doch gar nicht schlecht aus. Och, nee. Ich brauche mal wieder eine Fähigkeit, die ich nicht besitze. Geil. Mann, das macht so Spaß. Boah, ich finde das so frustrierend. Das hat auch Tim angesprochen, dass du in der Open World rumläufst, aber nur durch die Hauptstory Fähigkeiten freischaltest, die du an gewissen Punkten brauchst. Und das fühlt sich dann irgendwie nicht so Open Worldig an. Aber ist okay. Dann nehme ich das als Anlass, glaube ich, instant wieder abzuzischen. Was ist hier unten eigentlich? Hier ist ein großes Rebellenlager und hier ist noch ein kleines. Aber ich denke, hier werde ich mich dann bei Gelegenheit mal umschauen, wenn ich auch die Beuteaufträge mache. Mal gucken. Wobei, gerade die Großen, da kann ich da mal gucken. Boah, diese Welt ist so riesig, ne? Aber eins nach dem anderen, Guys. Jetzt gehen wir wieder zurück in unsere Basis. Denn wir müssen Poseidon abgeben. Vielleicht hat auch mittlerweile unser Klon was Neues herausgefunden. Denn wir haben ja schon mitbekommen, dass man ja immer quasi, wenn man hier was findet, dass wir das dann direkt zurückgeben muss. Und dass dann meistens auch die Story weitergeht. Weil in diesen Gaia-Kern passt ja quasi immer nur eine Erweiterung. Und dadurch wird man quasi so ein bisschen indirekt gezwungen, die Basis zurückzukehren, damit man sozusagen diesen Kern abgeben kann und dass es dann storytechnisch weitergeht. So, aber dann mache ich jetzt noch die Markierung weg. Moment. Wie kann ich denn jetzt auf die Karte zugreifen? Aha, hier so. Weil dann werde ich hier noch nicht hinkommen, aber das mache ich dann, wenn ich die Beuteaufträge habe. Allgemein, ich glaube, die Welt werde ich erst so richtig erkunden, wenn ich diese Fähigkeit habe. Und es ist irgendwie so frustrierend, dass du so gezwungen wirst, die Story weiterzuspielen, damit du die Fähigkeiten bekommst, die du brauchst, um dich umzugucken. So, I don't know. Willkommen zurück, Aloy. Ich fand, das hat BOTW klüger gelöst. Poseidon. So. Lass dir schmecken, Gaia. Aloy, kannst du mal runterkommen? Beta hat etwas, das du hören musst. Okay, ich komme. Aloy, es ist mir gelungen, weitere Räume in der Anlage zu öffnen. Okay. Warte mal, dann rede ich jetzt aber gleich mit ihr. Hey Gaia, ich bin's. Hallo Aloy, willst du unsere Unterhaltung fortsetzen? Ach du Scheiße, es ist so viel. Also diese Anlage, die regionale Schaltstelle. Sie sollte das Terraforming-System überwachen? Für die lokale Region? Ja. Hätten die Menschen ihre Ausbildung von der Apollo-Datenbank erhalten, wären sie hierher geleitet worden, um die Operationen fortzusetzen. Da das niemals geschah, blieb dieser Ort ungenutzt. Bis Minerva sich hier niederließ. Das Hades-Testlabor, wo ich den Gaia-Kern fand. War es mal eine Pharaoh-Forschungsanlage? Ja. Vor der Inbesitznahme durch Zero Dawn diente die Anlage der Entwicklung und Testung hochmoderner Computerviren. Es war anscheinend eine von vielen Forschungsinitiativen von Pharaoh Automated Solutions. Automatisierte Tötungsmaschinen reichten wohl nicht. Ted wollte auch Viren, um sie zu infizieren. Vor einiger Zeit, vor der Schlacht bei Meridian, ging ich ins Banuk-Gebiet,
Ich entdeckte dort noch eine KI. Ohne Verbindung zu Zero Dawn. Der DLC. Sie sollte Operationen für ein Vulkanstabilisierungsprojekt kontrollieren und verbrachte die letzten 1000 Jahre in Isolation. Ich schätze, du wusstest nichts davon? Nein. Den Daten auf deinem Fokus zufolge war Cyan offenbar von der Außenwelt abgeschnitten. Ein Versuch ihrer Schöpfer, sie vor der Pharaoh-Plage zu schützen. Könnte sie uns jetzt vielleicht helfen? Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, ohne jeden Erfolg. Angesichts ihrer Erfahrung mit der Annahme von Netzwerkanfragen von außerhalb, ist sie wohl nicht gewillt, dies erneut zu tun. Klar, denn beim letzten Mal hatte Festus sie versklavt. Tja, echt schade. Ich glaube, ihr zwei hättet eine Menge zu bereden. Der Prozessor Aether wurde auf einem Teil eines alten Kriegsmuseums installiert. In Gedanken an etwas, das Heißzonenkrise genannt wurde. Weißt du irgendetwas darüber? Mein Wissen über historische Ereignisse ging leider mit der Apollo-Datenbank verloren. Die Klimadaten weisen auf einen Peak bei den regionalen Temperaturen in den 2030ern hin. Derartige Bedingungen führen zu extremer Trockenheit, einer Zunahme an Staubstürmen und dem Verlust bewohnbarer Landmasse. Aber mitten in einer Wüste baut man doch kein Museum. Also schätze ich, es wurde irgendwann besser. Ja. Den Daten zufolge normalisierten sich die Temperaturen in der Rückforderungsära der 2040er wieder. Hm. Interesting. Auf dem Bollwerk war ein antiker Panzer begraben, unter einem Haufen Felsbrocken. Wie ist er dorthin gekommen? Während der Pharaoh-Plage griff das US-Militär wieder auf menschliche Soldaten zurück, da Maschinen unzuverlässig waren. Möglicherweise war das Fahrzeug Teil einer präautomatisierten Kriegsflotte. Sie kämpften in dem Tal gegen die Pharaoh-Maschinen, bis der Berg gesprengt wurde und sie alle begrub. Als ich unten in Vegas war, fand ich Daten über den Mann, der die Kuppel über der Stadt erbaut hat. Stanley Chen. Er war wohl ein Mitglied von Far Zenith. Aber wenn er Vegas so geliebt hat, wieso gab er es auf? Wieso hat er es nicht gerettet? Die Zeniths haben sich als außerordentliche Überlebenskünstler bewiesen. Angesichts ihrer fast sicheren Auslöschung entschlossen sie sich zur Flucht. Und doch, was er erreicht hat. Wasser in der Wüste, eine ganze Stadt wieder zum Leben erweckt. 1000 Jahre später war der Ort immer noch in Bereitschaft und wartete, dass jemand vorbeikäme, um ihn aufzuwecken. In der Anlage, wo wir Beta fanden, gab es Aufzeichnungen darüber, dass Far Zenith die Embryogenese erforscht hat. Ich weiß, dass sie ihre Ektogenese-Kammern an Zero Dawn verkauft haben. Aber wieso haben sie überhaupt daran geforscht? Derzeit können wir nur mutmaßen. Vielleicht planten sie irgendwann die Odyssee als Kolonieschiff und brauchten eine derartige Technologie. Wie ihre Ziele änderten sich mit der Zeit auch ihre Forschungsgebiete. Sie wurden angesichts des steigenden Risikos auf der Erde selbstsüchtiger. Also diente dieser Raum wohl der Beobachtung der Außenbedingungen? Ja. Von hier aus beobachteten die Betreiber der Anlage Wetter- und Maschinenaktivität in Echtzeit. Es könnte möglich sein, mehr Funktionen dieses Raums zu reparieren, wenn du weitere Kameras findest und wieder anschließt. Ich halte nach Ausschau. Eine Drohne haben wir ja gefunden, Freunde. Cool. Also, sehr, 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 sehr spannend hier alles. Aber, nein, das habe ich gerade gesagt. Aber ich glaube, das passt jetzt erstmal. Wie gesagt, es gibt hier 8 Millionen ich muss los. Dialoge. Bis dann. Ich bin da immer, wenn zu viele Dialoge auf einmal geballt kommen, dann frustriert mich das immer irgendwann. So, wir geben jetzt noch ganz kurz die Drohne ab, die wir gefunden haben. Das Datenmodul ist drin. Was muss ich denn da jetzt auswählen? Achso, es ist schon drin. Okay, ich habe es schon abgegeben. Optimal. Cool. Yes, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann werden wir mit Val reden, denn er meinte, dass unser Klon Beta irgendwas Spannendes entdeckt hat.
Und wir schauen mal, ob es hier noch mehr zu besprechen gibt. Aber es sieht tatsächlich nicht so aus. Vielleicht quatschen wir dann doch noch ein bisschen mit Gaia. Irgendwie würde ich ja doch gerne alles wissen. Und ich denke ihr auch. Danke fürs Dabeisein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Im Paulson, Lord Ryomas, Shorty und Seren Komora, vielen, vielen Dank euch für den Monster-Support per Kanalmitgliedschaft. Echt fettes Danke, Mann.